Toccata hier. Lecker, lecker, lecker. Naja. Langsam geht mir die Geduld aus. Habt ihr jetzt endlich das Gehirn des mutierten Toccata dabei oder soll ich jemand anderen schicken? Oha, nicht so ranzig, Kollege. Ja, ich hab das dabei. Ich habe, was gewünscht war. Ah, hervorragend. Zeigt her. So, da haben wir die An Auswahlmöglichkeiten. Vergesst aber nicht, wer euch geholfen hat. Es ist ein best was? Es ist im besten Zustand. Das Hirn hat ein bisschen was abgekriegt. Ah, es ist natürlich im besten Zustand, weil wir sind ja allmächtig. Das ist auf jeden Fall geeignet. Schaut euch nur den marmorierten Frontallappen an. Ich kann es kaum erwarten, den zu analysieren. Ihr habt Erstaunliches geleistet, mein junger Fremdling. Ich habe nichts dagegen, eure Bemühungen zu honorieren. So, dann nehmen wir wieder die dunkle Seite. Malora ist eine Verräterin. Malora hat verlangt, dass ich euer Experiment sabotiere. Stimmt das? Malora, wenn ihr meiner Forschung nicht die gebührende Anerkennung zollt, kann ich euch als Schülerin nicht gebrauchen. Nein, Meister, es ist alles gelogen. Ich habe euch nicht verraten. Ich erkenne die Wahrheit, wenn ich sie höre, Malora. Ich entlasse euch aus meinem Dienst, wenn ich mit euch fertig bin. Aber meine Liebe, der Schmerz fängt doch gerade erst an. Nehmt eure Belohnung und geht. Malora und ich haben noch einiges zu besprechen. So, ich habe ja wohl einen Bonus verdient. Darf ich sie für euch befragen? Lasst sie am Leben. Ja, dann würde ich mal sagen, ja, so ein Bonus, wir sind ja keine Kopfgeldjäger, sind nicht geldgeil oder so. Dann würde ich sagen, darf ich sie für euch befragen? Also, dass wir die gerne auch nochmal foltern möchten. Das klingt, als wäre Hilfe vonnöten. Ich weiß euer freundliches Angebot zu schätzen, aber darum kümmere ich mich lieber selbst. Hey, die haut ab. Oh, was haben wir bekommen? Neue Stiefel, die wesentlich besser sind. 120 Credits und, boah, über 2000 Erfahrungspunkte. Jetzt bin ich gespannt. Na, es hängt. Spiel Scheiße. So, da haben wir ein neues Level erreicht. Trotz Bugs und so weiter und so fort. So, hier haben wir wieder Fragezeichen. Die klicken wir mal wieder schön weg. Und nun sind wir endlich einen Schritt näher an Level 10 gekommen. Das wird richtig heftig, Leute. So, was machen wir jetzt? Gute Frage. Wir haben noch eine Mission. Oder nee, haben doch keine mehr hier hinten. Das waren wohl die letzten beiden. Okay, gut, dann würde ich sagen, kehren wir mal zur nächsten Mission. Dafür müssen wir den Weg schon quasi wieder zurückrennen. Das wird ein Spaß. Aber es hilft ja nichts. Oh, und da ist wieder dieser komische Sith. Mit dem Town Town, der hier rumrennt. Und da haben wir wieder einen Gegner. Boah, den würde ich gerne angreifen. Hey, bleib stehen, Kollege. Komm her, ich mach dich fertig. Ja, er hat angenommen. Nice. Nein, 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 komm her. Vielleicht hätte ich erstmal die Schuhe anziehen sollen. Fuck, fuck, fuck. Ja, wir haben gewonnen. Geil. Der war uns ebenbürtig. Boah, den haben wir richtig vergessen. Nein. Was? Die Antwort lautet nein. Die Antwort lautet nein. Ja, in der Tat. Aha. Ja, in der Tat. Halt die Fresse. Die Antwort lautet nein. Ich hab's kapiert. Ja, in der Tat. Halt die Schnauze. Die Antwort lautet nein. Gibt es hier die Möglichkeit, halt die Fresse zu sagen? Die Antwort lautet nein. Alter, langsam muss die Stimme auch mal leiser. Die Antwort lautet... Halt die Fresse. Mann, geht der mir auf den Sack. So. Schade, dass wir noch kein Reittier haben. So sind die Wege, die wir hier teilweise gehen müssen, echt ätzend. Boah, und da oben fliegt ein riesiger Sternenzerstörer, Freunde. Boah, ist das geil. Das ist richtig geil, wie der da fliegt. Die
die ganzen Monde, die hier auf dem Weg sind. Hammer. Hammer. Echt schön designt. Das ist zwar nicht die abwechslungsreichste Map oder das abwechslungsreichste Spielerlebnis überhaupt, aber ihr werdet es später merken anhand der Story, was das hier für ein Meisterwerk ist. Und wenn ich Meisterwerk sage, dann meine ich auch wirklich ein Meisterwerk, weil das ist wirklich krass geil, was hier gemacht wurde. Also das macht richtig Spaß und ich freue mich wirklich, wenn ich bald dann ein spezialisierter Sith bin mit Lichtschwert, dann geht das Gameplay erst richtig los, dann werden wir hier nicht so rumgeknechtet, sondern haben auch mal was zu sagen als Sith. Müssen wir uns nicht mehr alles gefallen lassen. Das ist natürlich immer gut. So, die sieht aus wie Malora, aber das ist sie natürlich nicht. Ansonsten ist sie jetzt halt tot. So, der wird auch nochmal frittiert und zack. Und der kriegt meinen Elektrostab in die Schnauze. So, bitteschön. Hoffe, es hat geschmeckt. Oh, der ist anscheinend betrunken. Oder die ist betrunken. Und zack, bam. Weg mit dir. Los. So, und dann holen wir uns den auch nochmal. Ich glaube, das ist sogar der letzte. Ja, ich glaube, das ist der letzte. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, da müssen wir den wieder abgeben. Ich gehe jetzt allerdings mal hier hin, weil ich habe keinen Bock, jetzt den Weg wieder runter zu rennen, um eine Mission abzugeben. Da gehe ich lieber erstmal hier rein. Marker Ragnos Grab. Reliquienschrein. Episch, Leute. Was? Achso! Shit, den hab ich gar nicht gesehen. So, weg mit dir. Oh, die müssen wir auch killen. Gute Sache, gute Sache. So, dann holen wir uns noch mal kurz ein bisschen was an Leben zurück. Und dann machen wir die mal fertig. Oh, das sind sogar richtige Akolyten, die wir hier bekämpfen müssen. So, was gibt er uns? Zerkratzter Fokuskristall. Okay, das scheint Müll zu sein, aber Credits wird es definitiv bringen. Deswegen nehmen wir das natürlich mit. So, die Mission haben wir beendet. 700 EP nochmal dazu bekommen. Nice. Und auch weg mit der. So. Weg mit euch, ihr Ampelmänner. Los. Boah, irgendwann, Leute, werden wir ein richtig krasser Sith. Das schwöre ich euch. Hammergeile Geschichte hier. Weg mit dem, los. Uiuiui, vertriebener Krieger. Der scheint ein Obermufti zu sein. Wollen wir uns den mal vorknöpfen. Oh ja, der hat was drauf. Ja, aber nichts gegen mich. Moment, die Schuhe haben wir ja vorhin bekommen, die will ich auch noch anziehen, habe ich ganz vergessen. So, die haben wir jetzt an, perfekt. Sind wir wieder ein Stückchen weit stärker. Und die drei machen wir jetzt auch halt. So, weg. Weg. Und weg. Traumhaft, wunderbar. Und da ist wieder diese grüne Barrikade, die uns sagt, dass wir dahinter eine Story-Mission erwarten. Ich weiß jetzt nicht, ob direkt was kommt, deswegen wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. Na, noch nicht direkt, okay. Müssen wir wohl kurz hier durchrennen. Ah, wir müssen erstmal ein paar Gegner vernichten. Okay. So ein Kreischer. Boah, das hat DP... Ach so, wir haben einen neuen Ort entdeckt, deswegen habe ich mich schon fast gewundert. Läuft hier. So, jetzt müssen wir anscheinend hier hoch. So, was ist das? Großes Steinmonument. Okay, gucken wir mal, was passiert. Das Monument des Hologramms weist Spuren hunderter Versuche auf, es gewaltsam zu öffnen. So. Dann haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten anscheinend. Den Codex der Sith zitieren, kaputt machen, über die dunkle Seite meditieren. Ich nehme die dunkle, über die dunkle Seite meditieren. Das klingt schon mal ziemlich nice.
Die Macht der dunklen Seite ist in mir. Es zittert Bestiengreifen an. Okay, das ist wohl das Bestie. Stirb. Kommen die alle her? So. Dann wollen wir das nochmal ansprechen und mal schauen. Eventuell schaffen wir es jetzt, das Ding aufzumachen. Das Monument bleibt verschlossen. Blut opfern, Blitze abfeuern, über die helle Seite meditieren? Nee, danke. Das brauche ich nicht so unbedingt. Hm. Dann würde ich sagen, Blut opfern klingt irgendwie episch. Dass wir quasi der Auserwählte sind mit dem reinen Blut. Vielleicht wird ein wenig Blut deinen Durst stillen. Nichts passiert. Hm. Versuchen wir es nochmal. Das Monument bleibt immer noch verschlossen. Dann feuern wir mal Blitze ab. Ja, das soll es sein. Endlich auf, verdammt! Das Monument erzittert und öffnet sich dann. Das Holocron kommt zum Vorschein. Hammer. Wir haben es anscheinend geschafft. Sehr nice. Gut. Dann bringen wir das gute Stück mal schnell weg. Bevor uns das irgendjemand abknüpft. Ja, da unten muss ich hin. Perfekt. Und dann gehen wir hier mal wieder raus. Wir scheinen angeblich wohl der Auserwählte zu sein. Sonst hätten wir es ja wohl schon kaum geöffnet. Nice. Kümmern wir uns auch nochmal kurz. Was mich interessieren würde, Leute. Und zwar ganz besonders interessieren würde, ist... wie viel Erfahrung oder wie viel habt ihr bis jetzt mit Star Wars so am Hut gehabt? Weil, eventuell habe ich jetzt nur die ganzen Harry Potter Freaks von euch angelockt, was mich natürlich auch freut, weil ich bin selber einer. Star Wars ist quasi Platz 2 von mir. Aber, inwiefern kennt ihr euch damit aus? Habt ihr schon mal, oder habt ihr alle Filme gesehen, Bücher gelesen oder so? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr es nicht schon gemacht habt in einer Folge davor oder so, das kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Na, wenn ich nochmal kaputt, dieser verbrannte Akolyt. Nein, fuck. Aber wir können, Moment, wir können eine medizinische Sonde rufen. Genau, unbegrenzt bis Stufe 10, dann machen wir das mal. Dann müssen wir nicht irgendwo anders anfangen, sondern starten direkt hier. Ich warte. Ja, da kommen wir wieder. Da ist wieder dieser Graffay. Ah, wir wurden besiegt und dann kommt so ein Fragezeichen, okay. Moment, da holen wir uns aber erstmal Leben zurück. Ist auch Level 6. Dann raus hier, schnell, bevor noch irgendeiner davon aufmucken möchte.